Hey Leute, Canceling hier mit einem kurzen Erfahrungsbericht zur diesjährigen Game City. Also all jene, die nicht auf der Game City 2014 vor Ort sein konnten, in diesem Video erfahrt ihr, was ihr verpasst habt. Was haltet ihr denn davon grundsätzlich? Ich finde es eine coole Sache, dass hier einfach alle Leute zusammenkommen können und sich auch wirklich mal im echten Leben treffen können, weil es ist ja meistens eher so, dass man online spielt und dann redet man mit den Leuten und lernt sie kennen, aber hat nie ein Bild wirklich dazu. Bevor ich zu meinen persönlichen Highlights übergehe, erzähle ich euch mal, welche Spiele es überhaupt vor Ort gab. Forza Horizon 2, Sunset Overdrive, Halo, The Master Chief Collection, Ori and the Blind Forest, Disney Infinity 2.0, Pro Evolution Soccer 2015, Dance Central Spotlight, Minecraft, NBA 2K15, WWE 2K15, gab's das wirklich, das habe ich gar nicht gesehen, The Evil Within, Assassin's Creed Unity, Shadow Warrior, Mittelerde Mordor Schatten, Super Smash Bros. Auf 3DS und Wii U, Captain Toad Treasure Tracker, Yoshi's Woolly World, Mario Kart 8, Mario Party 10, Kirby, Mario Maker, Amiibo, Bloodborne, Drive Club, Little Big Planet 3, SingStar Ultimate Party, Until Dawn, The Order 1886, das habe ich jetzt nicht auf Englisch gesagt, Counter-Spy, Destiny, Diablo 3, Journey, Minecraft, The Unfinished Swan, FIFA 15, The Sims 4, Battlefield Hardline, Dragon Age Inquisition, Just Dance 2015, Shape Up, The Crew, Assassin's Creed Unity, ich glaube, das hatte ich schon erwähnt, Assassin's Creed Rogue, Far Cry 4 und The Division. Boah, was? Nicht, dass er hinspringt und wegfischt, nein, er schaut mal an. Was machst du? Grundsätzlich waren dieses Jahr wirklich alle happy mit dem Event, die Veranstalter, die Publisher, aber auch die Gamer, was nicht nur daran lag, dass es wirklich sehr viele Top-Titel gab, die anzutesten waren und die man hautnah erleben konnte, sondern auch wegen des neuen Raumkonzeptes, das dieses Jahr präsentiert wurde. Und zwar musste man sich nicht mit 1000 Leuten gleichzeitig in den einzigen Hauptraum oben reinquetschen, wo alle Entwickler und alle Publisher ihre Stände hatten, sondern auf derselben Ebene wurde einfach gegenüber ein weiteres Areal eröffnet, wo sich dieses Jahr Microsoft und Ubisoft eingelistet haben. Und das Ganze hat dem Fun-Faktor auf der Game City einfach sehr gut getan. Man hatte Platz zu spielen, man hatte Platz zum Atmen und alles wirkte irgendwie koordinierter als in den letzten Jahren. Grundsätzlich zur Atmosphäre, Game City, taugt dir das, dass so viele Gamer auf einem Haufen hier versammelt sind? Ja, definitiv. Das ist was Einmaliges. Vielleicht gibt es auch kleinere Aktionen in Österreich, aber von dieser Größe, von diesem Ausmaß ist es was Einzigartiges hier in Wien und Österreich. Also ist schon was Schönes. Sony hatte Glück mit dem Konzept. Die haben ja ihre Stände dieses Jahr total im Freien aufgebaut. Teilweise im bekannten Truck, teilweise unter Zelt, teilweise aber auch ohne Abdeckung. Und die haben einfach vom tollen Wetter profitiert und hatten Glück, dass ihre Stände nicht wegen Regens oder so irgendwie ins Wasser gefallen sind. Was ist denn so dein Metier? Was für Games zockst du denn? Action-Adventure, Ego-Shooter. Also das heißt, du freust dich auf Assassin's Creed, auf Far Cry? Auf jeden Fall. Das Rathaus ist zwar wunderschön anzusehen und wirklich eine geniale Location für so ein Gaming-Event, aber strukturell ist es einfach, oder organisatorisch ist es einfach nicht mehr passend für die Massen, die da jedes Jahr reinströmen. Speziell wenn man in diesem Jahr vor Ort war, hat man gemerkt, dass die Organisation der Ein- und Ausgänge einfach zu kompliziert gestaltet wurde. Man durfte beim Ausgang nicht mehr rein oder beim Eingang nicht mehr raus und man musste um das halbe Rathaus herummarschieren, wenn man das Gelände verlassen wollte, und das war wirklich sehr mühsam und sehr nervig, und das kann man auf jeden Fall im nächsten Jahr besser lösen. Das ist maturalische Handarbeit. Wovon die Stimmung auf jeden Fall profitiert hat vor Ort, war, dass es dieses Jahr auffallend viele Cosplayer gab. Das Arno-Kostüm war für mich ein Highlight, Boba Fett hat auch super ausgesehen und das Raiden-Kostüm war auch wirklich ein echter Hammer. Also alle Leute, die sich jetzt angesprochen fühlen, ihr wart super und Wahnsinn, wie viel Arbeit ihr da reinsteckt, aber die Arbeit hat sich auf jeden Fall im Look bezahlt gemacht und ihr wart der Blickfang meiner Meinung nach vor Ort. Das stammt von meiner Nähmaschine. Wie lange ist es gedauert? Es war ein bisschen eine Stressaktion, dass noch schnell vor der Gamescom dieses Jahr hatte fertig werden müssen. Und ich habe das dann so in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, bevor wir zur Gamescom gefahren sind, fertig genäht bis um 3, 4 Uhr früh. Was der Stimmung noch gut getan hat, war, dass Ubisoft fast schon traditionellerweise den Just Dance Stand aufgebaut hat, wo man sich eben tänzerisch betätigen kann, wenn ich das so ausdrücken darf. Da geht es nicht darum, dass alle Leute die super Moves beherrschen, die in dem Spiel gezeigt werden, sondern dass das einfach Stimmung macht, wenn da die Leute Musik läuft und die Leute sich einfach irgendwie wild dazu bewegen.
Für Autonahen gab es auch eine Kleinigkeit, wobei eine Kleinigkeit ist vielleicht ein bisschen untertrieben. Microsoft hat dort zur Bewerbung von Forza Horizon 2 einen Lamborghini, ich glaube Huracana, hingestellt und mit dem hat sich auch so gut wie jeder GameCity-Besucher fotografiert. Wann spielt ein Thomas Morgenstern FIFA zum Beispiel? Wenn er Zeit hat. kommt davon, wenn ich jetzt an natürlich mehr Zeit, weil vielleicht zum professionellen Gamer werden. Was waren denn nun meine persönlichen Gaming-Highlights? Ich mache das jetzt kurz. Bei Ubisoft waren das Far Cry 4 und Assassin's Creed Unity. Am Xbox-Stand haben mir auf jeden Fall Ori and the Blind Forest und Sunset Overdrive gefallen. Bei Nintendo hat mir natürlich Super Smash Bros. Für Wii U extrem gut gefallen. Da wurde ich aber minutenlang von 10- oder 11-Jährigen verprügelt. Dennoch ein wunderbarer Titel, der halt gemeinsam wahnsinnig viel Spaß macht. Und Captain Toad Treasure Tracker hat mich auch wirklich überzeugt. Bei Sony ist meiner Meinung nach ein Spiel enorm hervorgestochen. Und zwar ist das einfach Bloodborne. Bei EA hat mir FIFA 15 gut gefallen. Battlefield Hardline, da habe ich nicht so richtig reingefunden. Meiner Meinung nach fühlt es sich auch noch zu sehr wie Battlefield 4 an. Du zockst leidenschaftlich? Sehr gerne, sehr viele Jahre schon, aber ich habe eine kleine Tochter, da hat man nicht mehr so viel Zeit zum Zocken. Das hat man jetzt auch gemerkt bei zwei Spielen und zwei Niederlagen, aber ich komme schon wieder rein, die Motivation ist schon wieder da. Und was spielt dann Helge Peier? Ganz normal, FIFA, immer das neueste FIFA. Früher habe ich Pro Evolution Soccer gespielt, je nachdem, was für Spiel zurzeit besser ist. Die matchen sich immer ziemlich und ja, jetzt gerade zurzeit FIFA. Und was hältst du von der Game City Atmosphäre allgemein? Zigtausende Gamer auf einem Fleck im Rathaus, wie findest du das? Ja, lässige Geschichte. Gibt es eh schon seit Jahren, wo sie alle treffen, die gleichen Freaks sind. Man kann sich die neuesten Spiele anschauen, man wird angesteckt. Das ist eine lässige Geschichte. Dadurch, dass die größeren Publisher auf andere Bereiche ausgewichen sind, gab es viel Platz für Indie-Produzenten. Da waren Spiele wie Son of Nor, das man eigentlich schon ziemlich kennt, aus Österreich, aber auch ein Game aus Salzburg, das heißt Numix, ein sehr interessanter und witziger Puzzle-Plattformer und Shooter, den man sich auf jeden Fall auch genauer anschauen muss. Was für eine Botschaft schickt ihr Leuten, die euer Spiel noch nicht kennen? Ja, also Indie-Spiele sind vor allem Spiele, die einfach von Herzen kommen, wo viel Schweiß und Blut drin steckt, wo keine Riesenfirma dahinter steckt, die Milliarden von US-Dollar rein investiert, sondern es sind Leute, die einfach gerne Spiele machen und das versuchen wir auch mit unserem Spiel zu transportieren. Einfach, was wir gerne spielen, wollen wir auch anderen Leuten ermöglichen, dass sie es auch gerne spielen können. Beim Ein- bzw. Ausgang gab es eine Ausstellung von Subotron. Die hatten Retro-Games mit im Gepäck und haben sogar Nintendo 64-Spiele ausgestellt, was dazu geführt hat, dass ich mich auch wirklich, wirklich, wirklich alt fühle mittlerweile. Ich habe die Game City am Sonntagabend mit einem sehr guten Gefühl verlassen. Natürlich war ich traurig darüber, dass das nächste Event erst im nächsten Jahr wieder stattfinden wird, aber die Anzahl und die Qualität der Games, die dieses Jahr präsent waren, hat einfach gezeigt, dass die Game City Jahr für Jahr immer mehr an Bedeutung gewinnt und dass es eine Location ist, die man auf jeden Fall nicht verpassen sollte, wenn man seine Games an den Mann oder an die Frau bringen möchte. Also wenn man sich umsieht und sieht, wie happy die ganzen Leute sind, wenn sie vom Stand gehen oder wenn sie während des Spiels lachen, dann ist man sehr gut und dann weiß man, das will man eigentlich machen, man will den Leuten Freude bringen und dann ist man ein bisschen glücklich. Die Game City hat mittlerweile einen wirklich großartigen Ruf. Wir sind hier als eines der fünf Länder innerhalb von Microsoft mit einem Halo-Build, mit einer Halo 2-Demo ausgestattet worden und stehen damit in einer Reihe mit Madrid und mit Mailand und mit Paris und mit London. Und wir kommen als EA echt super gerne immer wieder hierher, weil die Location super schön ist, wir ganz eng an den Konsumenten dran sind und es ist eine schöne Erfahrung hier auf jeden Fall. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Land, sonst würden wir das hier nicht machen. Und unsere Entwickler haben schon das Verständnis dafür, dass wir auch in Österreich halt unsere hochkarätigen Titel sofort zeigen müssen, wenn sie verfügbar sind, wenn wir das auch in Deutschland zum Beispiel gemacht haben. Intern kann ich sagen, dass die Game City von allen Ländern absolut bewundert wird und immer wenn internationale Gäste vor Ort sind, das kann auch nur aus Deutschland sein, aus der Schweiz, jetzt aus Schweden, Frankreich oder wir hatten auch schon mal jemand aus Kanada zu Gast. Die sind total begeistert von der Game City. So Leute, jetzt interessiert mich aber, was ihr von der Game City 2014 denkt. Mit was für einem Gefühl seid ihr von der Veranstaltung gegangen? An welchen Tagen wart ihr vor Ort? An einem oder sogar an allen drei Tagen? Wegen welchen Games seid ihr hingegangen? Wurden eure Erwartungen erfüllt oder seid ihr ein wenig enttäuscht? Welches Game ist euer persönliches Highlight? Waren euch die Schlangen zu lang oder hat euch die Raumaufteilung gut gefallen in diesem Jahr? Lasst es mich einfach in den Kommentaren wissen und supportet meinen Channel mit einem Abo.
und erzählt auch eurer Oma von meinem Kanal, damit auch sie ständig am Laufenden bleibt, wenn ich ein neues Video herausbringe. Also dann bis zum nächsten Mal.